Ist es nicht schön hier in der Bretagne auf dem Land? Jetzt nur noch schnell das Video für nächsten Sonntag hochladen. Das sollte ja eigentlich schnell gemacht sein. Zwei Stunden später. Was? Erst 10%? Ja, so sieht es jedes Mal aus, wenn wir ein Video hochladen wollen. Wir brauchen wirklich, ja, teilweise bis zu 20 Stunden für ein einziges Video. Wir haben, bevor wir hier in die Bretagne gezogen sind, ein Buch gelesen, wo beschrieben wurde, dass Frankreich viel Geld dafür ausgegeben hat, um gerade hier auf dem Land gutes Internet anbieten zu können. Das mag an anderer Stelle in der Bretagne oder einfach auf dem Land in Frankreich so sein, aber hier, wo wir wohnen, ist es absolut nicht so. Wir haben wirklich katastrophales Internet. Auch der Strom fällt ab und an mal aus, aber gut, so ist das halt. Die Leitungen scheinen wohl sehr alt zu sein. Aber das Internet ist wirklich sehr, sehr langsam. Wir haben eine Upload-Geschwindigkeit, ich habe es mal nachgemessen, von 0,4 bis 0,5 Mbits pro Sekunde. Und da wir einfach keine Lust mehr haben, den Computer 20 Stunden laufen lassen zu müssen, haben wir uns auf die Suche gemacht nach einer Lösung und dann sind wir über Starlink gestolpert. Also Internet aus dem All. Dazu gibt es aber relativ starke Unterschiede, je nachdem in welchem Land man ist. In Deutschland kostet das Ganze gerade 65 Euro im Monat. Dazu kommen 450 Euro für die Satellitenschüssel und für den, wie heißt das Ding? Receiver? Nee. Router. Für die Satellitenschüssel und den Router. In Frankreich ist es etwas günstiger. In Frankreich zahlen wir jetzt 40 Euro im Monat. Die Satellitenschüssel und den Router haben wir für 200 Euro im Angebot bekommen und nicht für 450 Euro. Das macht das Ganze preislich auch noch attraktiv für uns hier in Frankreich. Wir bezahlen nämlich für unseren jetzigen Anbieter 43 Euro und haben eben katastrophale Upload-Geschwindigkeiten. Es sollte am Ende also nicht nur schneller sein, sondern auch noch günstiger. Das Angebot galt übrigens in ganz Frankreich. Das war jetzt kein spezielles Angebot nur für uns oder so. Das war aber auch wirklich nur in Frankreich, nicht in Deutschland. Vielleicht gibt es in Deutschland auch nochmal solche Angebote. Jetzt gerade ist das Angebot scheinbar wieder vorbei, aber es kommt mit Sicherheit wieder. Und jetzt schauen wir uns mal die Hardware an, was denn in diesem Karton steckt. Zum einen ist erstmal ein solcher Standfuß hier enthalten, der ist aber für uns irrelevant, weil die Satellitenschüssel soll bei uns oben aufs Dach und nicht auf die Erde gestellt werden. Dann haben wir hier die eigentliche Schüssel. Das wird geliefert mit einem, jetzt muss ich lügen, 20 Meter langem Kabel. Kann ich ja nachher nochmal messen, weil ich mir auch noch nicht ganz sicher bin, ob das für unsere Verhältnisse überhaupt reicht. So, und außerdem gibt es noch diesen Router dabei. Und das Kabel für den Router. Die Satellitenschüssel, die braucht keinen Strom. Die wird dann einfach nur noch verbunden mit dem Router über dieses lange Kabel. Das ist natürlich wieder so ein ganz spezielles Kabel, was es auch nur über diesen Shop hier zu kaufen gibt. Und dementsprechend teuer ist. Wenn man sich das Kabel also noch verlängern muss, kann man nochmal, ich weiß es nicht genau, also weit über 100 Euro dazu planen. Nur für das Kabel. Als das gekommen ist, war ich mir gar nicht sicher, was für Anschlüsse dieser Router überhaupt hat. Eigentlich wollte ich nämlich meinen Computer wieder mit einem LAN-Kabel verbinden, bis ich festgestellt habe, dieser Router kommt ohne LAN-Anschlüsse. Also für wen das relevant sein sollte, der hat keinen LAN-Anschluss mehr. Aber ich habe mir jetzt für meinen Computer einfach einen WLAN-Stick gekauft. Also komme ich jetzt auch per WLAN mit dem Computer ins Netz. Und das war's auch schon. Wir gehen jetzt mal raus und gucken, wie wir das Ganze montiert bekommen. Erstmal muss aber noch diese alte terrestrische Antenne weg. Die hatte eh keine Funktion mehr und optisch war sie auch eher so ein Störfaktor. Ich kann aber den alten Halter, der einmal rund um den Kamin festgemacht ist, für die neue Befestigung der Satellitenschüssel nutzen. Ich werde also einfach ein Rohr an dem alten Halter festmachen und werde die Satellitenschüssel in das Rohr stecken. Man sieht aber gleich noch, wie das funktioniert. So, und das hier ist jetzt mein Halterohr für die Satellitenschüssel. Das braucht einen Innendurchmesser von 34 mm. Zufälligerweise hatte ich jetzt noch so ein PVC-Rohr da. Musste mir also kein Rohr kaufen. Hab in dem Rohr aber jetzt ein Stück Holz noch eingelassen, damit das ein bisschen stabiler wird. Ich weiß ja nicht, so ein PVC-Rohr, wenn das dem ganzen Wind hier ausgesetzt ist, könnte ja auch brechen, aber ich glaube, mit dem Stück Holz da drin sollte das jetzt stabil genug sein. Boah, es ist so warm. Aber einen herrlichen Ausblick habe ich hier. Das ist jetzt wirklich unser Glück, dass diese Halterung bereits existiert und wir uns da nichts überlegen müssen, wie wir das machen. Man kann die Schüssel auch einfach auf den Boden stellen, aber ja, dann ist sie bei uns immer im Weg und irgendwie bietet sich das einfach super hier an. Auch wenn da das Kaminrohr läuft, dieser Kamin hier auf der Seite sowieso bald gar nicht mehr an. Wir nutzen nur noch den Kamin auf der anderen Seite und außerdem hat das auch genug Abstand.
So, und jetzt hole ich mal die Schüssel hier hoch. Das macht auf jeden Fall einen sehr guten Eindruck. Ich glaube nicht, dass da irgendwas brechen wird. Und jetzt ab nach unten. Zurück mit der Schüssel. Die brauche ich jetzt nur noch so in das Rohr zu stecken. Dann habe ich da einen Schlitz in dem Rohr gemacht, damit ich das Rohr wieder zusammenpressen kann und das Ganze schön fest ist. Ich habe zwar gerade keine Schelle, aber ich mache es erstmal mit Kabelbindern. Eine Schelle muss ich dann noch zusätzlich besorgen. Ich will ja nicht, dass mir dieses schöne, teure Ding beim nächsten Windstoß wegfliegt. Ach, das passt so gut. So, jetzt mache ich noch zwei Kabelbinder drum. So, das war's also mit der Anbringung der Schüssel. Wie läuft das Ganze jetzt? Ich weiß es auch nicht. Es gibt ja so richtige Technik-Freaks, die wissen genau Bescheid. Ich bin so ein richtiger Anti-Technik-Freak. Ich bin froh, wenn ich mit dem Handy ins WLAN komme. Da hören meine Kompetenzen auch schon auf. Also, es gibt eine Starlink-App. Einen Installationsort finden. Kann man hier lesen. Ich klicke mal drauf. So, jetzt klickt man sich hier irgendwie durch und am Ende erfahre ich, Ihr Telefon verfügt nicht über die Funktionen, die erforderlich sind, um dieses Tool zu nutzen. Dieses Tool erfordert eine Verfügbarkeit einer Kamera, habe ich, eines Gyroskops, eines Beschleunigungsmessers, GPS und eines hochpräzisen Kompasses. Kann ich das von meinem 130 Euro Handy erwarten? Ich weiß es nicht. Also ich kann die App wohl scheinbar nicht nutzen, aber ich denke, was soll schon sein, die Schüssel kann ja nicht freier sein, als sie jetzt ist. Es ist kein Baum im Weg, weil wir über den Bäumen sind. Stecken Sie Ihre Stromkabel ein und platzieren Sie Starlink an einem Ort, an dem eine völlig klare Sicht auf den Himmel vorhanden ist. Check. Okay, wenn man die Satellitenschüssel also angebracht hat, dann muss man die Satellitenschüssel mit dem Kabel, mit dem Router verbinden, den Router natürlich mit Strom versorgen und dann soll's losgehen. Wir schauen mal, ob das so klappt. Erstmal muss das Kabel jetzt runter zum Router. Das klappt ja super. Kacke, ich komme hier nicht weiter. Kann man dir irgendwie helfen? Ja, da ist er. Also jetzt geht's weiter mit der App. Der Router ist am Strom und wird jetzt mit dem Kabel, was jetzt durch die Wand gerade gekommen ist, verbunden. Zack. Und jetzt Starlink mit dem Netzwerk verbinden. Bewegt sich jetzt die Schüssel draußen, frage ich mich gerade. Soll ich gucken? Ja, guck mal. Der ruft jetzt an. Nee? Du, ich koche gerade rote Beete ein und Julia macht nebenbei hier dieses Starlink-Internet, schließt er gerade. Starlink, ich hab's. Wir haben ein Netzwerk. Er hat's. Ja, warte. Also das könnte jetzt wirklich kaum einfacher gewesen sein. Es ist wirklich nur das Verbinden und schon hat sich das Netzwerk aufgebaut. Aber das muss man eben bedenken. Man muss ein neues Kabel legen, was von draußen ins Haus muss. Normalerweise, wenn man jetzt nur den Anbieter wechselt oder eine neue Fritzbox bekommt, dann nutzt man ja das gleiche Kabel, was ja bereits vorhanden ist im Normalfall. Und hier bei einem neuen System braucht man auch ein neues Kabel. Das war jetzt bei uns ganz gut machbar, weil wir sowieso noch ein Loch da in der Wand hatten. Weil wir hier noch am Arbeiten sind mit den Elektrokabeln, Solaranlage und sowas. Das sollte man nur im Hinterkopf haben, wenn man sich für Starlink entscheidet. So, ich habe jetzt gerade noch einen Netzwerknamen vergeben und ein Passwort verbinden. Ja, Julia, der hat sich jetzt gedreht. Ah, die Schüssel dreht sich. Hat sich bewegt. Wir gehen mal raus, gucken uns die Schüssel an. Ich bin auch jetzt verbunden. Ja, tatsächlich, die Schüssel hat sich bewegt, die stand und eben wenn du möchtest. Andersrum. Also man muss da nichts wie bei einer Fernsehschüssel von Hand irgendwie ausrichten, dass man die Gradzahl oder sowas einstellen muss. Der Satellit oder die Satellitenschüssel, die bewegt sich ja von alleine jetzt weiter, immer passend zu dem Satelliten. Wie es genau funktioniert, weiß ich auch nicht. Wichtig ist mir nur, dass die Installation einfach ist und ja, das kann wirklich jeder machen. Und entscheidend ist jetzt noch, wie schnell ist das Internet jetzt? Also machen wir den gleichen Test nochmal. Spoiler, am Ende kommen 15 Mbits pro Sekunde beim Upload heraus. Ich habe davor aber auch schon mal eine Messung gemacht und hatte 25 Mbits beim Upload.
Und jetzt nach einer dritten Messung habe ich eine Download-Geschwindigkeit von 62 Mbits pro Sekunde und eine Upload-Geschwindigkeit von 20 Mbits pro Sekunde. Also irgendwie so ein Mittelding. Ich weiß nicht, ob die Messungen so schwanken oder ob die Internetgeschwindigkeit wirklich so schwankt. Ich habe nicht viel Ahnung von diesem Gebiet. Vielleicht ist das auch ganz normal. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich mit dieser Upload-Geschwindigkeit, weil die ist für mich ja am wichtigsten, voll und ganz zufrieden. Annika, wir sind jetzt um ein Vielfaches schneller. Das heißt, wir sparen uns auch Stromkosten, weil der Computer keine 20 Stunden mehr laufen muss. Ob das Ganze jetzt auch stabil bleibt mit dem Internet und wir über die Dauer auch noch zufrieden sind, das können wir ja mal in einem zukünftigen Video berichten. Aber ich bin echt heilfroh, dass das alles so funktioniert hat und den alten Anbieter, den kündige ich jetzt. Also, kleines Fazit zu der ganzen Geschichte. Ich bin wirklich positiv überrascht, wie einfach das war. Wie oft schreiben die Hersteller, ach, es ist alles ganz easy, einfach dies machen, einfach das machen und dann läuft es. Und dann läuft es eben doch nicht so einfach, aber in diesem Fall hätte es wirklich kaum simpler sein können. Und wenn das nochmal wie bei uns jetzt im Angebot ist, das heißt Satellitenschüssel plus Router für 200 Euro, dann ist es preislich auch noch wirklich attraktiv. Mit 40 Euro im Monat zahlen wir jetzt auch nicht mehr als bei anderen Anbietern hier in Frankreich. Und auch die Geschwindigkeit ist für unsere Verhältnisse zumindest absolut ausreichend. Das Kabel hätte vielleicht ein bisschen länger sein können, aber... ja, was willst du machen? Kannst auch nie immer alles haben. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was eure Erfahrungen sind so mit Starlink. Vielleicht auch, ob ihr irgendwelche Probleme habt auf Dauer. Ich werde auf jeden Fall jetzt dieses Video hier zu Ende schneiden und dann uploaden. Schauen wir mal, wie lange die Upload braucht. Ich denke, es müsste weitaus schneller gehen als die 20 Stunden, die es vorher gebraucht hat. Also bis zum nächsten Video von uns. Au revoir.